ja vielleicht gestern mitbekommen, dass wir irgendwie einen kleinen Vorfall hatten, der sich nicht wiederholen soll und darf. Und deswegen machen wir heute diese wunderschöne Party, weil wir für Toleranz und Diversität stehen. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Dass wir schön mit abholen. Wenn Shady schon nicht zur Polizei gehen will, dann muss ich da jetzt irgendwie. Ich werde da hineiern, okay? Und ich werde dir eine Ansage machen, den Typen. Ich finde es gut, dass du dich so einsetzt, deswegen liebe ich dich, aber du klärst da gar nichts, okay? Der Typ ist gefährlich und nachher bekommst du noch einen drauf. Ja, da muss ich Mike recht geben. Ich meine, das, was passiert, ist echt schlimm, aber Miller, so schon mal gar nicht. Beruhigungstief. Ich bin ruhig. Außerdem habe ich eine starke Faust. Ich würde auch mitkommen, aber ich muss leider zur Arbeit. Nee, ich kann auch alleine. Ja, und dann machst du alleine rein, dann bekommst du die Anzeige. Das ist nicht schlau. Okay. Keine Dummheiten machen, pass auf die Augen. Viel Spaß auf Arbeit. Siehst du, ich kämpfe. Überhaupt nicht. Ich möchte. Baby, wir setzen uns für sie ein. Alles cool, wir können zur Polizei gehen, wir können eine Anzeige machen, aber wir regeln es nicht selber. Schatz, ich möchte da hingehen und ich möchte, dass dieser Lieferant zur Rechenschaft gezogen wird. Ich möchte, dass er Reue zeigt, zu Shady geht und sich entschuldigt. Das geht so nicht. So eine Typen dürfen nicht davonkommen. Beruhig dich kurz. Egal, was ich jetzt sage, du gehst sowieso hin, oder? Ja. Okay. Ich liebe dich. 2 Minuten. Alles klar. Ach, sehr geil, zu dir wollten wir, was für ein Zufall. Ich will einkaufen, was willst du denn? Was ich von dir will? Ich will, dass du weißt, was du eigentlich für eine Scheiße abziehst. Dass ich einkaufen war, ja? Nee, weil dass du die Drag Queen beleidigst und ihr dann auch noch eine gibst. Was soll denn das? Du schlägst jemand wegen seinem Aussehen, ja? Das ist ekelhaft, okay, so ein Verhalten. Genau, das ist ekelhaft, hast du recht. Ja. Du weißt doch überhaupt nicht, was es ist. Hast nicht gesehen? Der Clown hat den Bart. Ist doch scheißegal, ob der Clown einen Bart hatte, ob der geschminkt war oder nicht. Ja, du schlägst niemand wegen seinem Aussehen. Ob er einen Schwanz hat oder Brüste, was ist es denn nun? Gott, ist doch scheißegal, was ist das? Das ist ein Mensch, okay? Das ist Diskriminierung. Ja, ist mir scheißegal. Nee, mir aber nicht. Sind ja, was willst du denn? Was ich von dir will? Ne, Entschuldigung, hast du Beweise? Aber ihr wurde es angetan. Ich hab sie gesehen, wie sie aussah. Und sie denkt sich das doch nicht aus. Ja, komm, du spinnst. Du spinnst. Du hast mich doch gar nicht erst gefragt, was los ist. Wegen dir habe ich meinen Job verloren. Ja, Gott sei Dank. Und ich bin extrem stolz drauf. Und ich hoffe, solange du so denkst, wirst du nie wieder einen Job finden. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Hey, hey, hey. Was ist los mit dir? Ruhe, mach erst mal Abfahrt. Entschuldige dich dafür, okay? Garantiert bei diesen Typen so ein Bier. Du keine Anzeige machen, was ist dir? Und nimm deinen Typen gleich mit. Willst du mich verarschen, ey? Was denn? Sind wir jetzt cool? Ich hab doch alles unter Kontrolle. Das war doch alles gut. Ich find's einfach widerlich, dass so eine Typen ungeschoren davon kommt. So ein Verhalten ist widerlich. Ja, dann haben wir hier einfach auch den. Und wie du den Überwachungskamera hast? Also super, der macht das. Also es läuft sehr gut. Nur eine Sache ist, wir dürfen nicht auf der Straße die hängend machen, weil gesetzmäßig ist nicht erlaubt. Ja. Wir machen das so an der Wand dran, auf der sicheren Seite. Und das Geile ist, wir sehen das auch später nochmal auf dem Telefon. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Und ich bin echt froh, dass es jetzt endlich mal passiert, ey. Baby, sicherer geht's nicht. Ja, deswegen. Der Nächste, der hier irgendwie welche Faxen macht, der wird da aufgenommen und dann kriegen wir den dran. Eben. Ja. Eben. Das ist so geil. Aber wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Ja, wir sind zu den Typen gegangen, wir haben ihm gesagt, was da für eine Wurst ist. Du hast ihm fast einen reingehauen. Ich bin noch unten geblieben. Ich war ganz, ganz unten, okay? Also wenn hier ganz, ganz unten ist, dann warst du ganz, ganz Schatz, unten. Schatz, es geht einfach nicht, dass es solche Menschen immer noch gibt. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Ich hab dich fast nicht wiedererkannt. Shady, hi! Genau, richtig. Hi. Ja, cool. Schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen. Danke. Ja. Sag mal, habe ich gerade richtig gehört? Ihr seid nochmal zu dem Typen hingegangen? Ja, vorhin ja. Mhm. Okay. Hab ihn ganz entspannt meine Meinung gegeigt. Ganz entspannt. Der hat seine Hände so in Unschuld gewaschen, er war sich keiner Schuld bewusst. Und dann war ich wieder hier oben gewesen. Oh, weil ich bin dazwischen gegangen. Hab halt gesagt, er soll sich entschuldigen. Ja. Und er, nee. Und war scheiße. Mensch, danke, dass ihr euch so einsetzt. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin gerade auf dem Weg zur Polizei. Was für eine Anzeige? Oh, wie schön. Ja, ich hatte noch mal eine Nacht drüber zu schlafen und ich habe irgendwie das Gefühl... Genau der richtige Weg. Ja, das finde ich auch. Und wenn es nur in die Statistik eingeht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss auch was tun und ja. Sehr cool. Lass dich da auf keinen Fall einholen von den Polizisten, ja? Du? Ja, wenn du Hilfe brauchst, ich komme auch mit. Ja, genau. Sollen wir? Total nett von euch, aber ich glaube, das kriege ich alleine hin. Danke. Okay. Guck mal, wir rüsten jetzt aber auf hier mit Kameras. Habe ich gesehen, mega geil. Ja. Falls irgendwas noch mal passiert, wir haben es schwarz auf weiß. Man, wenn alle LGBTs solche Allies hätten wie euch, das wäre irgendwie... Und alle den Mut haben, zur Polizei zu gehen und so einen Sack dran zu kriegen. Ja. Das wird passieren, ich glaube an dich. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Halt uns auf jeden Fall offen lassen. Ja. Möglich. Ganz, ganz viel Glück. Danke, war schön, euch zu sehen. Ja, wir auch. Ciao. Cool. Genau der richtige Schritt. Ja. Mutig. Ja. So muss es sein. Ja. Ja.
Gehe ich dir mit meinen Gerechtigkeitssinn manchmal ein bisschen auf den Sack oder ist das okay? Nee, mit anderen Sachen. Wow, ey. Ich muss jetzt eigentlich noch mal ins Büro und dann müsste ich eigentlich noch mal irgendeinen Post machen, weil ich die Leute ja sagen muss, dass heute keine Dragshow ist. Ja, habe ich auch überlegt. Diese Around the World Tour, die wir halt machen wollten. Ja. Das wird richtig geil. Das machen wir auch noch. Wir machen heute einfach wieder Big Wednesday Party. Und dann okay? Dieses New York Drag dann irgendein andermal. Genau. Wir können es aber auch schon mal vorher promoten. Ihr ja. Macht euch gefasst, ja. Eine richtig geile Show wird kommen. Ja. Trotzdem scheiße, dass es ins Wasser fällt. Ja, klar, ein bisschen lächerlich. Hallo. Hi. Hey. Na, wie seht ihr denn aus? Schlechte Laune? Ja, seit, umplanen ein bisschen, alles gut. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Eure Show fällt heute nicht ins Wasser. Was? Richtig. Kommt, ich habe total Bock, die Show mit euch zu machen. Okay, also, ganz kurz. Was? Wie war der Termin bei der Polizei? Der Termin bei der Polizei war richtig gut. Ah. Der Typ war vorbestraft und deswegen haben die jetzt nicht nur die Anzeige aufgenommen, sondern die werden das auch verfolgen. Und krass. Ja, richtig geil. Das hat sich richtig gelohnt. Ein bisschen mehr Optimismus zeigen, oder? Ja, geil. Manchmal. Ja, ich weiß. Ja, ich habe doch gesagt, es lohnt sich, da hinzugehen und Anzeige aufzunehmen. Ah, schönes freut mich. Genau. Gott. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich überrasche euch und wir legen los. Geil. Aber dass es jetzt noch wirklich klappt. Wir müssen jetzt die Gogos anrufen. Ja. Die sollen hierher kommen. Und zwar as soon as possible. Na, wir brauchen ja eine richtige Probe und alles. Eben. Ja. Du musst dich bestimmt noch vorbereiten, schminken. So ein bisschen Zeit brauche ich noch, aber... Ja, kriegen wir hin. Ne? Okay, genug gelabert, wir gehen rein. Ja. Gogo im Kleine, willst du dich da irgendwie? Perfekt, oder? Ja. Ey, cool. Da hast du auf jeden Fall genug Platz, dann kannst du dich ausbreiten. Ich freue mich total. Bis gleich. Gott. Der ist dafür, dass du nie aufgibst. Ich habe vielleicht gestern mitbekommen, dass wir irgendwie einen kleinen Vorfall hatten, der sich nicht wiederholen soll und darf. Und deswegen machen wir heute diese wunderschöne Party, weil wir für Toleranz und Diversität stehen. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Dass wir schön mit abholen. Geil! Olli! Wie ist das für dich? Oh, das ist schön, oder? Dankeschön. So. Und der Vorfall wurde auch zur Anzeige gebracht. Erfolgreich. Der kriegt seine gerechte Strafe auf jeden Fall. Ja. Und. Ja? Jetzt noch. Alles gut? Ja? Hältst du aus? Und pass mal auf, das ist nicht nur ein mega geiles Event, was wir heute machen, sondern auch das erste eigene von Miller und mir als Marketingbesitzer. Jawohl! Ja, cool. Deswegen zeigen wir heute, dass ihr jeder feiern kann, der gute Laune mitbringt, egal wo er herkommt, egal wie sein Name ist, sein Glauben. Das Matrix steht für Offenheit. Ja. Okay? Ja. Und deswegen feiern wir heute New York Drag! Wow. Es ist schön, euch zu sehen! Ja! Oh Mensch, ich bin richtig gerührt! Unglaublich! Ihr seht so geil aus! Geile Drag wird in Berlin eine ganz neue Dimension bekommen hier! Yes. Geil! Dann gehen wir langsam auf unsere Position. Ich wünsche uns einen richtig geilen, schönen, erfolgreichen, bunten Abend. Und wir heißen sie mal dein, oder? Danke dir, dass du da bist. Ja, Mann, danke. Dann nächstes Mal wieder? Ja! Komm,
Ich möchte jetzt nicht, dass du abnimmst oder so. Ich nehme nicht ab. Ich mache einfach nur Sport, okay? Toni? Ja, ich bin fertig. Pass auf, Micha, jetzt nochmal für mich. Bedeutet das jetzt für uns hier, dass du kündigst? Ja, wenn du es so nennen willst. Bitte verlasse meine Werkstatt, weil ich will nicht der Dumme sein, der sich hier von allen ausnutzen lässt. Chiara, du musst mich doch verstehen. Ich kann sie nicht vergessen, Mann. Ich weiß, was das Beste für dich ist. Ablenkung. Und ich weiß ganz genau, wie. Du wirst Eva am Ende des Tages vergessen. Komm jetzt!